Hallo, liebe Studentin, hallo, lieber Student. Wir sind im Deutschkurs A1 für Anfänger im Kapitel 4 bei den Modalverben Blatt 4.1.3. Bitte sprechen Sie mir nach. Beispiel. Können wir diesem Mann glauben? Können wir diesem Mann glauben? Wir müssen ihm nicht glauben. Auch du musst ihm nicht glauben. Nummer 1. Manager im Plural. Können wir den Managern noch glauben? Können wir den Managern noch glauben? Wir müssen ihnen nicht alles glauben. Wir müssen ihnen nicht alles glauben. Auch du musst ihnen nicht alles glauben. Banker. Auch Plural. Können wir den Bankern noch glauben? Können wir den Bankern wirklich noch glauben? Wir müssen ihnen nicht alles glauben. Auch du musst ihnen nicht alles glauben. Politiker. Plural. Können wir den Politikern noch glauben? Können wir den Politikern noch glauben? Sind sie noch glaubwürdig? Wir müssen den Politikern nicht alles glauben. Auch du musst den Politikern nicht alles glauben. Nummer 4. Meldungen, Plural, die Meldungen in der Zeitung. Können wir den Meldungen in den Zeitungen noch glauben? Können wir den Meldungen in den Zeitungen noch glauben? Wir müssen nicht alles glauben. Wir müssen nicht alles glauben. Auch du musst nicht alles glauben, was du in der Zeitung liest. Nachrichten, auch im Plural. Können wir den Nachrichten noch glauben? Können wir den Nachrichten wirklich noch glauben? Wir müssen nicht alles glauben. Wir müssen nicht alles glauben. Auch du musst nicht alles glauben, was die Nachrichten melden. Der Präsident, Singular. Können wir dem Präsidenten noch glauben? Können wir diesem Präsidenten noch glauben? Ist er noch glaubwürdig? Wir müssen ihm nicht glauben. Wir müssen ihm nicht glauben. Auch du musst ihm nicht glauben. Er hat nicht gehalten, was er versprochen hat. Ich sage Ihnen Tschüss, bis zur nächsten Folie.